Gebiet und habe auch über 15 Jahre hinweg oder noch länger dort mein Büro gehabt. Und es gab einen Imam, der auch dort gelebt hat, aber die Freitagsansprache habe ich in den letzten 20 Jahren immer nicht gehalten. Okay, kommen wir zur nächsten Moschee. Die ist auch eine besondere Moschee. Und Samar, ich darf dich bitten, das jetzt vorzulesen auch. Sie ist nämlich die erste und einzige Lehmmoschee Europas. In Wavern bei Kassel, auch in Hessen, steht die erste Moschee Europas. Erste Lehmmoschee. Die komplett aus Lehmstein erbaut wurde. Die Mukwet-Moschee, die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, wurde in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Gernot Minke entworfen. Nach über 2 Jahren Bauzeit am 4. September 2007 vom Oberhaupt der Gemeinde Hasrat Mirza Masroor Ahmed eingeweiht. Ich war auch selbst bei der Eröffnung dabei, deswegen muss man schon sagen, auf dem Bild wirkt sie ziemlich groß. Man muss sagen, sie ist eine etwas kleine Moschee, für Waban ja auch entsprechend einem, dass auch nicht so ein großer Ort ist. Aber sie ist wunderschön und das Besondere darin ist, eben wenn man in der Mitte eines Raumes steht, also man hat das auf dem unteren Bild gerade gesehen, dann, wenn man dann so ruft, Asan beispielsweise, also den Gebetsruf, oder eben spricht, dann schallt das und man hört sich doppelt praktisch. Und es ist eben sehr schön, man hat das auch auf dem Bild gesehen, dass die ganzen Lehmziegeln oder Steine, kann man sagen, und es ist ein einmaliger Anblick. Ich war auch da gewesen, also bevor sie eröffnet wurde und dann später bei der Öffnung. Es ist einfach ein anderes Gefühl, als in einem normalen Bau zu sitzen, in einem normalen Haus zu sitzen, der aus Steinen gemacht ist, aus Beton. Es ist schon Wärme, die es dort durch die Architektur zeigt. Es ist deutlich, dass man ein anderes Gefühl hat darin. Es gibt ja auch, also gerade in Europa ist es eben eine weltbewegende Sache gewesen, da es eben, wie gesagt, die erste und auch einzige Lehmmoschee ist. Es ist auch, habe ich mir sagen lassen, von Said Gessler, dem Leiter unserer Bauabteilung, der sich ja besonders mit solchen Dingen auskennt. Und er hat eben gesagt, dass es auch weltweit eigentlich keine neueren Lehmmoscheen mehr gibt. Das heißt, seit zig Jahren wird auch keine Lehmmoschee mehr gebaut. Die Lehmmoscheen findet man eher so ein bisschen, sag ich mal, nicht heruntergekommen, aber eher so altertümliche Moscheen in den Orten in Afrika und so. Mhm. Aber so eine architektonische Sonderstellung ist eigentlich kaum mehr zu finden. Kommen wir zur letzten Moschee, die wir heute vorstellen möchten. Das ist eben das komplette Gelände Nasserbach in Groß-Gerau. Darf ich dich bitten, noch vorzutragen? Die Bad ul-Sahur-Moschee in Groß-Gerau wurde im Jahr 1992 fertiggestellt. Sie hat Gebetsräume mit einer Fläche von 500 Quadratmeter, bildet ca. 833 gläubigen Männern und Frauen die Möglichkeit zum Gedanken an Allah. Das Umgebungsgelände der Moschee umfasst zudem Fußballfelder und freie Wiesen, bietet somit die Möglichkeit zu Freizeitaktivitäten. Die Moschee in Nasserbach in Groß-Gerau, das war ja früher so, dass bevor die Gemeinde größer wurde, auch dort die Jalsa Salana, also die jährliche Versammlung gehalten worden sind. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Umgebung? Ja, das war praktisch nach Frankfurt, wo es dann erstmal eine längere Pause gab, bevor weitere Moscheen gebaut worden sind. Die dritte Moschee, die wir errichtet haben, das war ein Märchenpark. Da liefen also kleine Eisenbahnen, da waren Holzbuden mit Märchenfiguren. Das war so ein 50er Jahre Märchenpark für die Kinder. Und dann in den 70er, 80er Jahren, als das also nicht mehr mit der Moderne Schritt halten konnte, dann haben die das verkaufen wollen und wir haben es dann gekauft. Da war ein kleines Häuschen drauf, da hat der jetzige Amir, Herr Waggishauser, auch lange Jahre gelebt. Und das brannte dann eines Tages ab. Das war natürlich ein schlimmes Ereignis, aber andererseits war dadurch jetzt die Notwendigkeit da, eben neu zu bauen. Und so hat man dann also die Baugenehmigung eingeholt und
diese Moschee ist für das Umland Frankfurts sehr wichtig. Groß-Gerau liegt von Frankfurt etwa 30 Kilometer entfernt. Und um Groß-Gerau herum gibt es viele Orte, an denen Mitglieder der Gemeinde leben, sodass also die Frankfurter Räumlichkeiten in keiner Art und Weise ausreichten. Wir haben in Frankfurt ja größere Anliegen dann gekauft, aber nicht Moscheen errichtet. Und Groß-Gerau mit dem großen Gelände, mit den vielen Bäumen, mit dem Sportplatz, war natürlich ideal für größere Veranstaltungen, für Festlichkeiten. Und als die Gemeinde noch nicht so groß war wie jetzt, wo wir etwa 30.000 Mitglieder haben, da war es möglich, in Groß-Gerau die Jahresversammlung abzuhalten. Das platzte zwar dann aus allen Nähten und vor allem wegen der anfahrenden Autos gab es dann Probleme. Da mussten die umliegenden Äcker angemietet werden und es gab dann Probleme mit dem auslaufenden Benzin und Öl. Also das war nicht mehr haltbar. Wir mussten das dann aufgeben. Das war einfach nicht mehr tragbar und war auch umweltschädlich. Und jetzt ist die Jahresversammlung ja mit 30.000 Teilnehmern so groß, dass sie den Rahmen von Groß-Gerau vollkommen sprengt. Und die Jahresversammlung findet jetzt in Mannheim statt, auf dem Maimarktgelände. Das ist ein großes Messegelände. Aber Groß-Gerau ist erhalten geblieben. Und weil man eben dort Sportveranstaltungen abhalten kann, ist weiterhin ein sehr wichtiger Ort. Abgesehen davon, wie gesagt, dass dort die Muslime aus dem Umland Groß-Gerau beten können. Und es ist ein sehr aktives Hin und Her. Die Leute kommen sehr gerne nach Nasserbar. Nasserbar heißt Garten der Hilfe auf Deutsch. Und übrigens die Nur-Moschee, die wir vorgestellt haben, das sollte auch erwähnt werden, heißt ja auf Deutsch Lichtmoschee. Denn Nur ist ein Eigenname Allahs, das Licht. Und Nur-Moschee heißt Lichtmoschee. Okay, vielen Dank, Herr Hübsch, vielen Dank, Samer. Liebe Zuschauer, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Wir haben heute 5 Moscheen vorgestellt, werden in der nächsten Sendung, inshallah, so Gott will, die nächsten 5 Moscheen vorstellen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch dort wieder einschalten, um die Geschichten zu hören und um diese, ja, dennoch historischen Gebäude zu erleben. Vielen Dank und wir verabschieden uns von Ihnen mit einem Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen.